was nicht im Fernsehen gezeigt wird. Wetten, das Performance von Helene Fischer und Thomas Seidel. Helene Fischer und Thomas Seidel haben ein Mädchen oder einen Jungen? Im Oktober gab die Queen of Pop bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Heute in der Sendung Wetten, das Helene enthüllte die Wahrheit über ihre Schwangerschaft. Bisher behielt die werdende Mutter das Geschlecht ihres Babys für sich, bis jetzt. Jetzt verkündet sie, sie erwartet ein kleines Mädchen. In ihrer Story teilt Helene Fischer, ich habe erwartet, dass es ein kleines Mädchen wird, auf Deutsch es ist ein kleines Mädchen, verkündete sie die gute Nachricht. Endlich muss ich nicht mehr aufpassen, nicht zu chatten, kommentierte sie ihren Post und bot mit einem blauen Herz-Emoji noch einen kleinen Hinweis auf ihren Sohn. Aber Thomas Seidel bevorzugt den Jungen. Wird es einen Streit zwischen Helene und Thomas geben? Wir glauben nicht, denn Thomas Seidel liebt Helene Fischer sehr. Ich habe deinen Thomas zum ersten Mal kennengelernt und er ist ein toller Typ, sagte Künstler Gottschalk, der für einen Moment etwas geschockt aussah. Ja, er ist absolut ein toller Kerl, antwortete sie erleichtert. Aber das ist nicht alles. Ich zögere zu sagen, nimm ihn einfach mit, auf die Couch, Redaktion. Das würde ich dir nie antun, verrät der Moderator seine Gedanken von vor dem Kapitel. Gottschalk sagte, er ist ein richtig cooler, netter Kerl. Ich weiß, bestätigte Helene Fischer mit einem strahlenden Lächeln. Gottschalk will sagen, sie sei Kandidatin für einen Kinderkunstwettbewerb für Theateraufführungen zum Spaß geworden. Wenn eine Frau es gewohnt ist, dass Männer von der Decke baumeln, dann ist es Helene. Ein Hinweis auf ihren Freund, den Künstler Thomas Seidel. Als er sie fragte, bist du die ganze Zeit bei mir, nicht im Flugzeug? Sie sind ziemlich überrascht, als sie antwortet, nein, ich habe heute nichts. Und Gottschalk scherzte, er wolle das schon so lange machen, dass ich noch den Paten holen kann. Als gegen 21.50 Uhr ein Ensemble aus dem Disney-Musical Die Eiskönigin aufgeführt wurde, ging Helene Fischer eilig davon. Der 37-Jährige erregte schnell die Aufmerksamkeit des Fernsehpublikums. Sie verschwand hinter den Kulissen und verpasste die Auftritte der Schauspielerinnen in Anna und Elsa. Irgendwelche Küsse für Thomas Seidel? Nach der musikalischen Darbietung strahlte die Schlagersängerin noch einmal von der Couch. Fernsehzuschauer bemerkten ihre kurze Abstinenz nicht. Helene Fischer muss keinen Flug nehmen und bleibt bis zum Ende der großen Show. Auch mit Joko und Klaas verstand sich der schüchterne Musiker gut, allen voran Joko Winterscheid, der die 37-jährige Schwangere verführte. Will und kann er sie davon überzeugen, in seiner Show aufzutreten? Was haltet ihr von was im Fernsehen nicht gezeigt wird? Wetten, das Auftritt von Helene Fischer und Thomas Seidel bitte unten kommentieren und nicht vergessen den Kanal zu liken und zu abonnieren, um Helene Fischer bitte zu unterstützen. Besuchen Sie unseren Kanal, um die neuesten Nachrichten von Prominenten zu verfolgen. Vielen Dank.